aus. Der ganze Ort ist dunkel. Wenn das ein Zufall ist, will ich Clotilde reisen. Jane, das kann nur bedeuten, dass es jetzt losgeht. Mach doch das Fenster auf, Zuko. Ach, viel mehr sieht man auch nicht. Ja, bonsoir, meine Lieben. Mein Name ist Madame Mahouam. Ich bin die Chefreporterin der Bäckerblume, wie man unschwer an meinem Haupt erkennen kann. Das internationale Pressekennzeichen wurde vor wenigen Tagen geändert. Es ist nicht mehr der Hut mit dem Schild Presse, sondern es ist ein blinkendes Hässchenherz. Aus unserer unregelmäßigen Reihe Weltherrscherinnen, Aspirantinnen befrage ich heute investigativ Asmodina, die Teufelstochter. Bitte schön. Sie sehen natürlich unglaublich schrecklich aus. Ja. Verraten Sie uns und dem Publikum, was wollen Sie? Es dauert nicht mehr lange und ich werde über weite Teile unseres Planeten herrschen. Mach ewige Schönheit und das unendliche Leben. Ja, das ist klingt, finde ich, ambitioniert, aber durchaus durchsetzbar. wie wollen Sie das denn schaffen, bitte? Das musst du jetzt erzählen. ich trinke sehr viel. Und du wirst natürlich ganz sehr grauenhafte Künstlerinnen auf die Bühne bieten. Ja. Und durch die Energie, die diese Künstlerinnen so produzieren, lädst du deine Batterien auf. Das war das Konzept. Genau. Wir haben uns vorhin erst vor 2 Stunden getroffen. Ich weiß gar nicht, wer sie ist eigentlich. Ich bin Madame Maura. Und jetzt noch eine letzte ziemlich kritische Frage. Ich muss sie aber stellen. Ja. Was mögen Sie lieber, Persipan oder Marzipanhörnchen? Kommt da ein Einspieler? Nee, du musst jetzt anspielen. Ich stehe auf Brezel. Schade. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie jetzt Asmodina mit ihrem ersten Lied. Oh Gott, ob ich das singen kann eigentlich? Weiß ich gar nicht.